Einen schönen guten Abend zum Webinar mit Michael Bloss, dem Europaabgeordneten der Grünen, zum Thema Luftreinhaltung. Das Gesetz wurde heute vorgestellt. Wir haben heute zu Gast die Deutsche Umwelthilfe und von Seiten der medizinischen Betreuung oder von der Professur die Universität Düsseldorf. Dazu aber gleich noch mehr. Ich gebe nur ganz kurz die technischen Infos rein. Alle, die jetzt reinkommen, und es werden ja mal mehr gerade, das freut uns auch, können sich per Fragen an uns wenden. Die sammeln wir im Laufe des Webinars und werden sie relativ zügig beantworten. Und in diesem Sinne gebe ich das Wort weiter an Michael Bloss. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Schön, dass ihr, dass Sie alle da sind. Es ist jetzt ein relativ spontanes Webinar, aber wir hatten heute so viel Nachfragen zu dem, was da vorgestellt worden ist. Deswegen dachten wir, lass uns doch mal versuchen, das einfach schnell zu bewerten. Es geht eben, wir haben es genannt, Luftverschmutzung Made in Europe, also um die Luftreinhalterichtlinien und die Überarbeitung, die heute von der Kommission vorgestellt worden sind und die uns jetzt in den nächsten Monaten beschäftigen werden, weil wir daran dann einfach gesetzgeberisch arbeiten sollen. Ich mache das von Seiten der Grünen im Europaparlament. Aber ich bin sehr froh, dass wir heute sehr kompetente Gäste eingeladen haben, die uns das jetzt einordnen können. Von der Deutschen Umwelthilfe, Annalena Franke und Jürgen Resch, eben von der Universität Düsseldorf, Frau Professor Barbara Hoffmann. Ich bin total gespannt auf dieses Webinar jetzt. Und genau, halten Sie sich nicht zurück, haltet euch nicht zurück, auch mit Fragen zu stellen. Ich glaube, das wird ein Thema, was sozusagen noch die Gemüter bewegen wird. Mich persönlich bewegt es auch, weil ich aus Stuttgart komme und dort leider sehr schlechte Luft herrscht und weil ich mit meinem kleinen Kind immer mit dem Lastenrad in die Kita fahre und ich eigentlich nicht will, dass sie mein kleines Kind dann so schlechte Luft einatmen muss. Also für mich ist es auch eine ganz persönliche Sache, aber ich glaube, es ist für viele etwas, dass sie wollen, das ja in einer guten, sauberen Luft und sauberen Stadt zu leben. Das ist, glaube ich, für viele was. Jetzt will ich aber nicht mehr so viel Vorrede machen, sondern gebe gleich weiter an Annalena Franke für eine Einordnung. Was hat denn die EU-Kommission da heute vorgeschlagen? Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Was sozusagen ist das Gute, was ist das Schlechte an dem Vorschlag? Ich freue mich auf deine Analyse. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier zu sprechen. Und ich freue mich sehr, dass ihr diese Einordnung von unserer Seite auch gewollt habt und dass ich hier ein paar Eindrücke schildern kann. Genau, also was ist das eigentlich, was da heute vorgelegt wurde? Die europäische Luftqualitätsrichtlinie der Europäischen Union ist das Grundlagenwerk, auf dem sich unsere Luftreinhaltepolitik in Europa aufbaut und eben dementsprechend auch in den Mitgliedstaaten und auch in Deutschland. Sie beinhaltet eben Grenzwerte, die eingehalten werden müssen, einen bestimmten Qualitätswert, das ist der Mindeststandard, der erreicht werden muss zu einer bestimmten Zeit. Und die neuen Vorschläge heute von der Kommission haben diese Grenzwerte angepasst nach sehr langer Zeit, also die Norm selber hat schon die Jahreszahl 2008 drinnen. Damals wurde sie verabschiedet. Dementsprechend weiß man auch, wie alt sie ist und auf welchem Wissensstand diese Grenzwerte aufbauen. Und der hat sich eben nochmal massiv verdichtet. Man weiß einfach mittlerweile sehr viel mehr über die Luftschadstoffe und man hat eine größere Evidenz. Und dementsprechend mussten auch diese Grenzwerte angepasst werden, um eben auch im Sinne des Gesundheitsschutzes hier entsprechend eine Regelung zu schaffen. Und das hat die Kommission heute getan. Aber neben diesen Grenzwerten sind auch Regelungen in dieser Verordnung festgeschrieben, wie man messen muss, wo man messen muss und wie diese Daten zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, es geht auch um die Information der Menschen, in was für einer Luft sie eigentlich leben. Und vor allem auch darum, Regelungen festzulegen, damit diese Daten vergleichbar sind europaweit, damit wir nicht sagen können, ich messe jetzt mal gerne an diesem Punkt, wo die Luft nicht ganz so schlecht ist, aber dann weiß es ja keiner, weil wir nur sozusagen bessere Werte publizieren können, sondern es sind sehr strikte Vorgaben, die dann eingehalten werden müssen und eben auch öffentlich zur Verfügung gestellt werden müssen. Und das Letzte, was da noch drin ist, ist, was passiert eigentlich, wenn die Grenzwerte überschritten werden oder wenn die Gefahr laufen, überschritten zu werden. Dann sind auch Vorgaben enthalten, was die Behörden dann machen müssen.
Und in dem Fall sind das Luftreinhaltepläne aufzustellen, beziehungsweise sogenannte Aktionspläne aufzustellen und darin eben auch Maßnahmen festzulegen, was passieren muss, um die Verschmutzung zu verbessern in bestimmten Bewertungsräumen. Also im deutschen Fall sind das dann meistens irgendwie städtische Rahmen oder Kommunen, die dann da betroffen sind. Genau, und das, was die Kommission heute gemacht hat, ist eben diese, nach einem sehr langen Revisionsprozess, hat sie sich diese Regelung angeschaut, wie wurde sie in den letzten Jahren umgesetzt, wo gab es vielleicht auch Probleme, wo wurden vielleicht die Regelungen ein bisschen schwammiger interpretiert oder definiert und wo muss man ein bisschen nachschärfen, wo muss man vielleicht auch Klarheiten schaffen, die in den letzten Jahren eher durch Gerichtsurteile geschaffen wurden. Und da hat sie jetzt eben nochmal nachgebessert an vielen, vielen Stellen. Und das, sag ich mal, das, was am meisten Aufmerksamkeit bringt, das sind die Grenzwerte, die jetzt angepasst wurden, die ja heute auch schon viel kommuniziert wurden medial. Aber ich glaube, was viele ein bisschen übersehen, sind die neuen Vorgaben eben für die Luftreinhaltepläne, die jetzt eingebaut wurden. Das sind ganz schön viele. Also ich habe auch noch nicht den kompletten Überblick, was da jetzt alles auf uns zukommt. Und es wird ja auch noch ein bisschen angepasst werden im Gesetzgebungsprozess. Aber da hat sich ganz schön viel getan. Und das, was die Kommission heute selber auch sehr stark in ihrer Pressekonferenz betont hat, ist, dass sie sich auch um die Durchsetzung und das Recht auf saubere Luft gekümmert haben in diesem Entwurf und jetzt auch wirklich einen Schadensersatzanspruch reingeschrieben haben. Und das ist sehr neu, dass einzelne Personen ein Recht auf Schadensersatz haben und wieder definiert ist. Sehr, sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Annalena Franke, dass du uns das aufgearbeitet hast. Ich habe es auch schon heute durchgeschaut, aber muss das auch nochmal verstehen. Das sind ja irgendwie 200 Seiten Gesetzestexte und ganz viele Annexe. Also es wird auch ja, kompliziert und deswegen ist es immer gut, wenn man sozusagen Expertise auch von außen hat. Jetzt freue ich mich aber auf Frau Professor Barbara Hoffmann, weil sie sich mit der Gesundheit auskennt und mit den Auswirkungen von diesem Feinstaub, von der Luftverschmutzung. Und die Weltgesundheitsorganisation, das ist ja auch das, was ich gesagt habe, die hat sozusagen da Richtwerte vorgelegt und die EU-Kommission hat diese Richtwerte nicht vorgeschlagen. Also können Sie uns vielleicht das ein bisschen einordnen? Was geht es da gesundheitlich? Welche Altersgruppen sind da betroffen? Wie schätzen Sie die Weltgesundheitsorganisationsgrenzwerte ein? Führen Sie uns da ein bisschen ein in diese Thematik. Gerne auch, wenn Sie Folien haben, dann sind wir gespannt, aber wir sind auch so gespannt. Ja, gerne, mache ich gerne. Erstmal auch einen schönen guten Abend von meiner Seite. Ich habe ein paar Folien vorbereitet. Ich wurde ja gebeten, was zu den gesundheitlichen Wirkungen zu sagen. Also wieso machen wir das eigentlich? Und Sie müssten jetzt hoffentlich schon meine Folien sehen können. Ja, ist das wir gut? Sehen sie perfekt. Super. Gut. Wieso haben wir überhaupt eine Luftqualitätsrichtlinie? Der Grund ist natürlich, weil die Luftverschmutzung ganz erhebliche, schwerwiegende gesundheitliche Schäden auslöst. Und das kann man ein bisschen plastischer zeigen, wenn ich tatsächlich mal hier ein paar Bilder zeige. Also wie wirkt denn eigentlich die Luftverschmutzung, wenn wir sie einatmen? Wir sehen sie ja nicht, wir schmecken sie nicht, wir riechen sie nicht. Sie ist aber trotzdem da. Sie geht natürlich primär erstmal, wie gesagt, wir atmen sie ein, hier dargestellt. Und je feiner die Partikel sind, beziehungsweise je hydrophiler die auch die Gase sind, desto tiefer dringen sie in die Lunge ein. Und die ganz feinen Partikelchen, die also so kleiner 2,5 Mikrometer oder sogar kleiner 1 Mikrometer sind, die kommen bis in die untersten Lungenbläschen und die ganz feinen Partikel, die sogenannten ultrafeinen, die sind so klein, dass sie sogar aus diesen Lungenbläschen bis in die Blutgefäße übertreten können und dann im Prinzip auch alle Organe erreichen können. Und was machen diese Partikel jetzt da vor Ort und zum Teil eben auch die Gase? Sie lösen oxidativen Stress aus und führen zu einer Entzündungsreaktion. Die findet zuerst nur im Lungengewebe statt
Aber dann kommt es zum Übertritt von verschiedenen Botenstoffen für die Entzündung in den Kreislauf. Es treten auch krebserregende Substanzen in den Kreislauf über und die ganz feinen Partikel eben zum Teil selbst. Und dann kann sich im gesamten Körper eine ganz leichte Entzündungsreaktion ausbilden und eben alle Organe davon betroffen werden. Das hat dann eben tatsächlich, wenn das über Jahre, Jahrzehnte einwirkt, eigentlich auf nahezu alle Organsysteme einen Einfluss. Und das habe ich Ihnen hier in diesem nächsten Bild, möchte ich Ihnen das nochmal kurz zeigen. Da ist das mal so schematisch dargestellt und es ist wirklich so, dass alle wichtigen Organe des Körpers betroffen sind. Fangen wir mal hier in der Lunge an. Da kommt es zu einer erhöhten Sterblichkeit durch Atemwegserkrankungen, wie zum Beispiel der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. Es kommt aber auch zur Auslösung von Lungenkrebs, weil eben diese Partikel, die da eingeatmet werden, zum Teil selber krebserregend sind, zum Teil aber auch an den Partikeln krebserregende Substanzen angeheftet sind, die dann in der Lunge ihre Wirkung ausüben. Bei Kindern kann man nachweisen, dass die Lunge verlangsamt wächst, dass also diese Kinder nicht das Maß an Lungenvolumen erreichen, wie sie natürlicherweise hätten, wenn sie saubere Luft einatmen würden. Das sind also schon mal ziemlich, ziemlich ernstzunehmende Folgen, wenn man eben chronisch so diese schlechte Luft einatmet. Am Herzen gibt es auch ganz erhebliche, schwerwiegende Folgen. Die Luftverschmutzung führt dazu, dass die Blutgefäße zum Teil, also dass die Blutgefäße nicht mehr so gut beweglich sind, nicht mehr so schön auf und zugehen, dass sich vorzeitig eine Verkalkung der Blutgefäße ausbildet und dass auch es vermehrt zu einer Blutklottbildung in den Gefäßen führt. Und das ist natürlich insbesondere für Leute, die sowieso schon eine koronare Herzerkrankung haben und vielleicht sowieso schon eine leichte Verengung der Blutgefäße am Herzen haben, ganz besonders gefährlich, weil wenn dann das Blut zur Gerinnung neigt, kann es noch schneller zu einem Herzinfarkt kommen, der im schlimmsten Fall dann eben auch tödlich ist. Was Ähnliches sehen wir am Hirn, beziehungsweise an den Blutgefäßen, die zum Hirn führen. Wir wissen also auch, dass die meisten Schlaganfälle kommen eben dadurch zustande, dass auch Blutklümpchen ein Blutgefäß, was das Hirn versorgt, verlegen. Und auch das sehen wir bei einer langfristigen, bei einer chronischen Feinstaubbelastung häufiger als bei Leuten, die in saubererer Luft leben. Außerdem, insbesondere in der Gesellschaft wie bei uns, wo wir viele Alternde und viele alte Menschen haben, wir wissen inzwischen, dass die Luftverschmutzung auch wahrscheinlich durch diese chronischen Entzündungen, die auch im Gehirn ausgelöst werden, vermehrt Demenz auslöst oder eben zu einem schnelleren geistigen Abbau im Alter führt, als das notwendig wäre. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es bei Kindern zu einer verzögerten geistigen Entwicklung kommt, weil eben das Gehirn, das da bei den Kindern auch noch in der Entwicklung ist, durch diese Schadstoffe eben, da werden die Gehirnzellen so geschädigt, dass sie sich eben nicht mehr normal entwickeln können. Das sind also schon mal ganz erhebliche, schwerwiegende Folgen. Weitere Folgen sind auch den Stoffwechsel, die Gewebe sind weniger empfindlich für das Insulin, was ausgeschüttet wird, sodass es schneller zu einer Zuckerkrankheit kommt. Das ungeborene Kind wird belastet, ähnlich wie man das vom Rauchen kennt. Wenn die Mutter also viel Feinstaub einatmet, dann kommt das Kind mit einem niedrigeren Geburtsgewicht auf die Welt. Die Wahrscheinlichkeit für eine Frühgeburt ist erhöht. Also auch hier ganz erhebliche Auswirkungen. Man kann zusammenfassen, eigentlich ist jeder mehr oder weniger stark betroffen, weil wir das natürlich alles einatmen. Aber vor allen Dingen Babys, Kinder, Schwangere, Menschen, die bereits Vorerkrankungen haben und ältere Menschen sind natürlich von diesen Dingen besonders stark betroffen.
Jetzt noch mal ganz kurz, was bedeuten denn die eigentlich die Guidelines der Weltgesundheitsorganisation und wie gut sind jetzt diese vorgeschlagenen Grenzwerte, die wir im Vergleich dazu? Die Guidelines, die wurden letztes Jahr veröffentlicht und sie hatten explizit zum Ziel, den Level an Luftverschmutzung zu identifizieren, oberhalb dem man mit Sicherheit davon ausgehen kann, dass da schwerwiegende Effekte auf die Gesundheit sich abspielen. Also alles oberhalb der Guidelines geht damit einher, dass wir sicher nachgewiesen schwerwiegende Effekte auf die Gesundheit haben. Und das sind dann jetzt hier die Werte, die die WHO aufgrund dessen letztes Jahr empfohlen hat und gesagt, also speziell für PM2,5 sollte der Wert bei 5 und niedriger liegen und für NO2 der Jahreswert bei 10 und niedriger. Und Sie haben jetzt sicherlich heute mitbekommen, was der Gesetzentwurf der Kommission heute vorschlägt. Das ist deutlich niedriger als das, was wir 2008 hatten. Insofern ist es eine Verbesserung. Aber wenn Sie bedenken, was ich eben gesagt habe, oberhalb von 5 und oberhalb von 10 hier, wissen wir, dass es schwerwiegende Gesundheitseffekte gibt. Und Sie haben ja jetzt auch eben, hatte ich Ihnen ja gezeigt, welche schwerwiegenden Gesundheitseffekte das sind, muss man sagen, das ist noch nicht gut genug, was wir jetzt hier im Gesetz haben, in dem Gesetzesentwurf. Deswegen nochmal so ganz knackig jetzt nach den ersten kurzen Blicken auf diesen neuen Gesetzentwurf nochmal eine Zusammenfassung, was ja ich als Gesundheitswissenschaftlerin und Ärztin davon halte. Es ist natürlich eine Verbesserung gegenüber dem bisherigen Gesetz. Das war jetzt auch nicht so sehr schwierig, weil das bisherige Gesetz wirklich sehr lax gewesen ist. Aber trotz dieser Verbesserung muss man sagen, es wird in dem jetzigen Gesetzentwurf kein klarer Weg zur Erreichung der Empfehlungen, also der WHO Air Quality Guidelines vorgegeben. Das ist einfach noch nicht genug. Das heißt, wir müssen auch bei dem jetzigen Gesetz oder Gesetzentwurf weiterhin schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit erwarten. Und noch eine Sache zur Basis, wie jetzt dieser neue Gesetzentwurf zustande kam. Es wurden natürlich auch Kosten-Nutzen-Analysen durchgeführt. Und in diesen Kosten-Nutzen-Analysen, da wird der Effekt der Luftreinhaltung ganz klar unterschätzt. Ja, das waren jetzt mal so ein paar erste Einordnungen von meiner Seite und ich gebe jetzt mal wieder zurück. Ja, herzlichen Dank, Frau Professor Hoffmann. Wirklich sehr, sehr wichtige Erkenntnisse auch nochmal. Klar, diese Botschaft, überhalb sind es wirklich schwerwiegende Schäden für die Gesundheit. Und deswegen müssen wir die einhalten. Ich bin froh, dass Sie daran forschen und da auch das alles begleiten und herausbekommen, was es denn wirklich für uns bedeutet. Genau, und ich fühle mich immer ein bisschen an die Klimadebatten erinnert, weil es gibt klare wissenschaftliche Vorgaben, die eingehalten werden sollen. Und dann sagt man, ja, man nähert sich da irgendwie an, aber das geht halt nicht ums Annähern, sondern es geht darum, das einzuhalten, weil alles, was über 1,5 Grad ist oder über den Weltgesundheitsorganisationsrichtlinien halt wirklich schwerwiegende Schäden hervorruft. Jürgen Resch, jetzt hast du ja diese Debatte schon sehr, sehr lange auch geführt, öffentlich geführt. Einfach die Frage, wie schätzt du jetzt gerade diese politische Situation ein? Was kommt jetzt? Wir haben ja schon gehört, gerade von Seiten meiner Kolleginnen von der CDU-Fraktion, dass sie das total ablehnen, dass man jetzt überhaupt es wagt, neue Gesetze zu machen, finden sie schon mal verwerflich, aber sie sprechen auch sofort von Fahrverboten. Ich sage ja immer, also man muss jetzt irgendwie, also das sind für 2025 Werte oder für 2030, da muss man sich sozusagen erstmal hinbewegen. Aber wie siehst du jetzt sozusagen die politische Entwicklung um dieses Gesetz? Nein. Ja, ich bin sehr froh, dass ich nach Barbara Hoffmann sprechen darf, denn sie hat das nochmal eingeordnet, von was wir hier reden. Wir sprechen von jetzt auf Europa bezogen, und ja, zitiere ich Herrn Timmermans, von 300.000 vorzeitigen Todesfällen jedes Jahr.
auch runtergebrochen auf Deutschland die Zahlen 53.800 wegen Feinstaub, 6.000 wegen Stickstoffdioxid, 3.300 Ozon. Das ist die Größenordnung so im Durchschnitt der ersten beiden Corona-Jahre. Was haben wir da alles angestellt, um den Menschen zu helfen? Und wir reden noch gar nicht von den Erkrankungen und eben dann dem Leiden derjenigen, die dann über Jahre oder Jahrzehnte davon betroffen sind. Und vielleicht ein kleiner Hinweis, dass man manchmal auch in der CDU vielleicht eine Änderung hinbekommt. Man hat ja zum Schluss auch dann akzeptiert, dass das Rauchen in Gaststätten ganz schnell zu Ende gegangen ist. Und wie segensreich war dies auch für die Gesundheit, aber auch letztendlich dann umgekehrt von der Erwartung. Es hat nicht den Gaststätten geschädigt, sondern umgekehrt ihnen geholfen. Deswegen, wir hatten heute zeitlich zufälligerweise gleichzeitig die letzten Entscheidungen im Stadtrat von München. Wie gehen wir mit der sauberen Luft in der schmutzigsten Stadt in Deutschland um, nämlich der Zentrale von BMW und Audi? Erfreulicherweise hat der Stadtrat dem ausgehandelten Vergleich zugestimmt, den wir eben mit der Umweltbürgermeisterin und der Verwaltung, Frau Haberschaden von den Grünen, erreichen konnten. Und dort gibt es tatsächlich dann nochmal ein Dieselfahrverbot ab nächstem Jahr auf dem Mittleren Ring und in der Innenstadt. Aber, und das ist dann auch schon mal die generelle Antwort, sehr viel wichtiger ist, dass wir mit diesem Kampf für die saubere Luft die Möglichkeit haben, die Verkehrswende, die Diskussion nicht nur, sondern auch Verkehrswendemaßnahmen in die autogeprägten Städte von Deutschland zu bringen. Wenn ich mal so nach Dänemark schaue, Kopenhagen, aber auch andere Städte, in den Niederlanden eigentlich wirklich flächendeckend, da sehen wir, dass es andersrum geht und dass die Menschen lächeln, dass sie ihre Städte lieben, dafür, dass die Autos ein bisschen nachrangig sind, den Fahrradfahrern, den Bussen, auch den Fußgängern. Und ich glaube, wir müssen die Weltgesundheitsorganisations nicht nur Empfehlungen, sondern eigentlich Mahnrufe, diese Werte ernst zu nehmen, auch umsetzen. Wir werden in den nächsten Tagen ja offiziell auch den Vorschlag für Euro 7 bekommen. Und hier hat sich die Kommission auch wiederum sehr stark an der Industrie orientiert. Und ganz offen wird hier argumentiert, das überfordert die Industrie. Das hängt jetzt hier zusammen. Wenn ich bei Euro 7 sage, wegen 300 Euro für einen Verbrenner, das ist nicht zumutbar für die Industrie. Kannst du kurz erklären, was Euro 7 ist? Entschuldigung, die Abgasnorm Euro 7 für Pkw-Neufahrzeuge. Das ist immer das Problem, dass man in seiner eigenen Bubble sich befindet. Wir warten seit vielen Jahren auf den Vorschlag, welche Abgasnormen sollen erfüllt werden. Die Kalifornier haben die schon seit Jahren und Jahrzehnten sehr viel strenger als bei uns. Auch die USA haben ähnlich strenge, ein bisschen laxere, aber weitaus strengere. Jetzt warteten wir alle darauf, dass die Kommission einen Vorschlag macht für mindestens genauso strenge Normen wie eben in Kalifornien, die mit Leichtigkeit, aber eben wenig nur 100 Euro Aufpreis auch von den Deutschen eingehalten wird. Das, was jetzt tatsächlich vorgeschlagen wird, es gibt geleakte Unterlagen, ist mehr als dreimal schlechter von den Normen als das, was die Kalifornier machen. Und wir haben in unserem Emissionskontrollinstitut noch sehr viel bessere Werte, selbst bei Stadtpanzern wie einem großen Mercedes-SUV gemessen. Also technisch kein Problem. Und deswegen, ich komme zurück zur Luftreinhaltung. Wenn wir wirklich den Menschen saubere Luft und europabezogen eine sechsstellige Anzahl von vorzeitigen Todesfällen jedes Jahr und Millionen von Erkrankungen vermeiden wollen, dann müssen wir uns die WHO-Werte vornehmen und überlegen, wie wir das hinkriegen. Um den Druck hier reinzubekommen, hat die Umwelthilfe vor 3 Wochen eine Verfassungsbeschwerde zu Artikel 2 Grundgesetz auf den Weg gebracht von 9 betroffenen Menschen, die eben in München, aber auch in anderen Städten direkt neben Messstellen wohnen, also dokumentieren können, dass sie eine Belastung unterhalb des Grenzwertes, aber deutlich oberhalb eben selbst jetzt des Vorschlags der Kommission haben. Wir sind zuversichtlich, dass wir jetzt auch nochmal vom Bundesverfassungsgericht, wie bei dem von uns miterstrittenen Klimaurteil, dann Rückenwind bekommen. Und deswegen, was bringt es dann für den Verkehr, wenn es gelingt, die Werte jetzt im Verfahren oder dann eben über Gerichtsentscheidungen in Deutschland auch mit einer gewissen Vorerfüllung
als Zeitpunkt in Richtung 2025 vorzuschieben und die Werte in Richtung WHO oder auf WHO-Werte, das ist natürlich unser Ziel, zu verschärfen. Dann werden wir erleben, dass die Städte und Länder und die Industrie das erreichen können. Das ist umsetzbar und da steuern wir drauf zu. Aber jede Verbesserung ist gut. Und ich hatte heute in einigen Interviews, zum Beispiel zu Köln, auch gesagt, wo gefragt wurde, wann treten denn die Werte in Kraft? Ich habe geantwortet, heute. Denn mit der Bekanntgabe, dass es diese Werte geben wird, egal ob wir sie jetzt verschärft bekommen oder nicht, oder wie viele Jahre sie vorgeschoben werden, von alleine werden wir das nicht einhalten. Auch das Landesumweltamt von Nordrhein-Westfalen hat es heute gesagt, das sei sehr sportlich. Das heißt, man muss heute beginnen, weil viele Maßnahmen Jahre Planung brauchen. Also nicht, was gerade auch Baden-Württemberg plant, Aufhebung aller Umweltzonen, weil man ja die Luftqualität erreicht hat. Ja, das heißt, dass dann die nicht mehr so vielen, aber besonders schmutzigen, ganz alten Autos unbesorgt wieder reinfahren können, dass man auch die alten Holzheizungen, die zulässig, aber in den Städten teilweise wegen Umweltzonen eingeschränkt waren, wieder voll betreiben kann. Nein, das ist der falsche Weg. Ich appelliere, dass wir Luftreinhaltung als Umwelt-, Gesundheits- und Klimathema ernst nehmen und mit der Einhaltung der WHO-Werte dafür kämpfen, dass wir genauso lebenswerte Städte bekommen wie in Österreich, in der Schweiz, Luxemburg perspektivisch, aber vor allen Dingen Niederlande und Dänemark. Und ich glaube, das ist ein Ziel, für das es sich lohnt zu kämpfen. Das auf jeden Fall. Genau, und ich glaube sozusagen, wie es jetzt hier im Parlament weitergeht, wir haben, und das ist echt gut, schon eine Positionierung des EU-Parlaments, die klar sagt, dass die Weltgesundheitsorganisationsstandards eingehalten werden sollen und auch die Kommission dazu aufgefordert hat, diese vorzuschlagen. Die Kommission ist dem jetzt nicht nachgekommen, aber es gibt auch, ich habe jetzt auch letzte Woche einen Brief formuliert mit Abgeordneten von den Sozialen und Demokraten, von den Liberalen, von uns, von den Linken, die genau das jetzt auch wieder eingefordert haben. Demgegenüber steht natürlich gerade eine konservative Fraktion, die ja alles ablehnt, was nach Regulierung aussieht, die schon dafür gesorgt hat, dass wir eine Verschärfung der Chemikaliengrenzwerte überhaupt gar nicht diskutieren werden und die natürlich jetzt auch schon heute gesagt haben, dass das alles zu viel ist. Ich glaube, das wird ein hartes Ringen, aber sozusagen, wenn man die Fraktionen zusammenzählt, die da unter diesem Brief stehen, dann ist das eine Mehrheit. Das ist etwas, was wir jetzt konsolidieren müssen und das wird jetzt auch noch ein paar Monate dauern. Also im Parlament ist es eben so, dass das jetzt erstmal im Ausschuss beraten wird. Dann werden wir diesen Gesetzesentwurf, diese fast 200 Seiten nochmal ändern. Dann werden wir das im Plenum abstimmen und auf der anderen Seite machen die Mitgliedstaaten genau das Gleiche. Also da ist es dann eben auch an zum Beispiel der deutschen Bundesregierung, sich dort gut zu positionieren. Aber auch alle anderen Mitgliedstaaten haben da sozusagen dann können dort Einfluss nehmen und dann wird am Ende, wenn beide die Positionen ausgehandelt haben, dann müssen wir nochmal gemeinsam verhandeln, also Parlament mit den Mitgliedstaaten. Dann wird es ein Gesetz, das wird noch ein Weilchen dauern. Also ich würde mal sagen, so bis nächsten Sommer oder so, nach nächsten Sommer könnte man da fertig sein, wenn es schnell geht. Genau, aber sozusagen so lange wird das auf jeden Fall dauern. Deswegen finde ich aber diesen Appell so richtig von Jürgen Resch. Wir müssen jetzt damit anfangen, uns damit zu beschäftigen, weil ich weiß noch ganz genau, dass ich 2007 war das, glaube ich, in Stuttgart, da war ich noch ganz klein. Damals habe ich schon auf der Neckartorbrücke gestanden und habe gesagt, Leute, da haben wir einen Banner runtergeworfen und gesagt, hier werden gerade die Umweltregeln gebrochen. Damals wusste noch niemand, was Luftreinhaltestandards sind und die Strategie war halt immer so lange aufschieben bis und ignorieren, dass es überhaupt Gesetze gibt. Ich glaube, das können wir uns nicht leisten. Wir müssen diese Gesetze als Gesetze anerkennen und darüber nachdenken, wie wir sie umsetzen können und nicht darauf hoffen, dass man nicht verklagt wird. Das geht nämlich jetzt nicht mehr und das ist auch gut. Genau, ich habe wunderbar viele Fragen schon bekommen. Ich würde erstmal so einfach so ein paar stellen. Es gibt ein paar Fragen an Frau Franke. Wie
Also es gibt ein jetzt Schadensersatzforderungsmöglichkeit, wie genau kann das aussehen? Die Frage, wie kann die Zivilgesellschaft klagen? Genau, danach hatte ich an Frau Hoffmann die Frage, wie kann man sich eigentlich vor Feinstaub schützen? Also welche Möglichkeiten gibt es denn sozusagen als Individuum? Und dann waren hier noch viele Fragen in Richtung, was würde passieren, wenn die Fahrverbote nicht eingehalten werden? Gibt es überhaupt Alternativen zu Fahrverbote? Wie bekomme ich anderen Möglichkeiten, abgesehen vom Verkehr, gibt es, um die Luftqualität zu verbessern? Stichwort Holz, Pelletheizungen und so weiter. Ich würde es einfach jetzt mal sozusagen in diese Richtung geben und Frau Hoffmann, Sie zuerst dran nehmen, denn Sie müssen um 7 los. Und, genau. Würde ich, genau. Sie also ich muss schon tatsächlich um kurz vor 7 los, damit ich meinen Zug bekomme. Ich sehe, das Fahrrad steht schon in der Tür. Bitte? Das Fahrrad steht schon in der Tür. Richtig, genau. Mit dem muss ich gleich zum Zug fahren. Also die Frage war, wie kann man sich vor Feinstaub oder vor Luftverschmutzung schützen? Selber alleine eigentlich gar nicht. Und das ist ja auch der Grund, wieso wir vernünftige Gesetze brauchen. Die Luft ist überall. Der Feinstaub, das Stickstoffdioxid und die anderen Luftschadstoffe sind überall. Ich kann ja nicht die Luft anhalten, sondern ich muss ja atmen. Und speziell bei Feinstaub ist es so, der hat so viele verschiedene Quellen, dass es da auch wenig, ich sag mal, Stellen gibt, wo man einfach sagen kann, davor flüchte ich. Verkehrsbezogene Luftverschmutzung, der kann man wenigstens teilweise in geringem Maße entgehen, wenn man zum Beispiel joggen geht, dass man da nicht an der Hauptstraße joggt. Das ist ja vielleicht noch relativ selbsterklärend. Aber ich meine, wenn man irgendwie das Kind zur Schule bringen muss und die Schule ist an der Hauptverkehrsstraße, was soll man dann machen? Dann kann man dem auch wieder nicht entgehen. Also Luftverschmutzung ist so ein klassischer Fall. Da muss die Gesellschaft und die Politik dafür sorgen, dass gesunde, lebenswerte Bedingungen bestehen, weil der Einzelne nur ganz begrenzt Möglichkeiten hat, dem auszuweichen. Ja, und deswegen ist das ein klassischer Fall, wo eben die Politik gefragt ist, um gesunde Lebensbedingungen zu schaffen. Herzlichen Dank. Und also herzlichen Dank auch nochmal dafür, das geht hier wirklich um das Kollektive, dass wir gemeinsam es hinbekommen, uns gegenseitig zu schützen. Das sollten wir ja während der Corona-Pandemie eigentlich gelernt haben. Und wir haben da eine Verantwortung. Auch Ihre Folien waren sehr eindrücklich. Wir stellen diesen ganzen Vortrag auch noch ins Netz. Da kann sich das jede und jeder nochmal anschauen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen pünktlichen Zug. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich so spontan Zeit genommen haben. Und alles klar. Ne? Tschüss. Tschüss. Genau, dann machen wir hier einfach weiter. Ich würde einfach... ja, die Reihenfolge vielleicht zuerst Annalena Franke und dann nochmal Jürgen Resch. Und genau, dann gehen wir nochmal durch die letzten Fragen durch. Und wenn Sie noch Fragen stellen wollen, dann sollten Sie das jetzt tun im Tool an die Zuschauenden. Annalena. Genau, also die Frage war ja explizit nach den Schadensersatzforderungen, die jetzt in dem neuen Entwurf enthalten sind. Und wie man überhaupt sein Recht durchsetzen kann. Und das ist eine Frage, die haben wir uns natürlich in unserer Arbeit tagtäglich schon sehr lange gestellt. Und wir als Organisation sind ja auch dafür bekannt, dass wir den rechtlichen Weg auch beschreiten, wenn wir es können und das auch für richtig und wichtig halten. Und mussten auch sehr lange dafür kämpfen, dass wir dieses Recht überhaupt haben als Organisation, die Überschreitung der Grenzwerte anzuprangern und dann auch rechtlich durchzusetzen. Deswegen ist jetzt diese individuelle Ebene in der Luftreinhalte-Richtlinie nichts Neues. Also rechtlich gesehen könnte man schon oder hätte man schon davor die Überschreitung der Grenzwerte auch als Privatperson vor Gericht geltend machen können. Aber man hatte immer das Problem, dass man eine Kausalität herstellen musste. Also man musste sozusagen
oder man hatte die Beweislast, dass man beweisen musste, dass das, worunter man leidet, gesundheitlich wirklich etwas mit der Überschreitung der Grenzwerte zu tun hat. Und zwar explizit mit den Werten, die über dem Grenzwert liegen. Und das ist einfach nicht möglich, weil dieser Zusammenhang auf der individuellen Ebene nicht nachweisbar ist, weil einfach sehr viele Faktoren damit reinzählen. Und vor allem ist es für eine Privatperson nicht möglich, so ein Verfahren zu führen. Also erstens hat niemand die Zeit dafür. Zweitens hat niemand so viel Geld, diese Gutachten zu bezahlen, die es dafür bräuchte, die dann aber auch nicht wirklich sticht- und hiebfest sein können, weil es eben auf dieser individuellen Ebene sehr schwierig ist. Und das Dritte ist natürlich, dass man dafür auch juristisches Know-how braucht und Unterstützung, um eben gegen Behörden, gegen den Staat, gegen die Beklagten sozusagen überhaupt vorgehen zu können. Das ist also eine enorme Hürde, die da besteht. Und da hat die Europäische Kommission jetzt einen Vorschlag gemacht, das etwas aufzuweichen. Also man muss nicht mehr den kausalen Zusammenhang beweisen, sondern man muss ihn darlegen und eine Plausibilität darstellen. Das ist durchaus eine Abschwächung und macht es einfacher. Und vor allem hat die Kommission auch einen Paragraphen mit aufgenommen, dass eben Zivilgesellschaft bzw. Organisationen, NGOs Menschen unterstützen können dabei. Und das ist ganz wesentlich, weil einfach damit auch Fachexpertise mit reinkommen kann, dass eine Privatperson, die natürlich irgendwie das Gefühl hat, irgendwas stimmt hier nicht und es hat was damit zu tun, aber ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt, sich da auch entsprechend Unterstützung holen kann. Und das sind so die zwei wesentlichen Faktoren, die da jetzt neu aufgenommen wurden. Wirklich sehr spannend auch für die sozusagen weitere Arbeit von euch, dann glaube ich. Jürgen, dann waren diese Fragen in Richtung, okay, was kann man jetzt eigentlich tun? Was sind die Maßnahmen, die jetzt beschritten werden müssen? Ja, es sind ja auch Stichworte wie Holz-Pellet-Heizung angesprochen worden. Wir haben im Moment beim Feinstaub tatsächlich, zumindest in sehr vielen Orten, wo gemessen wird, aber kleine Überraschung, auch fast noch stärker an Orten, wo kaum gemessen wird, nämlich im ländlichen Raum, eine extreme Belastung mit Feinstaub aus Holzfeuerung. Das können Holzpelletöfen sein, Scheitholzöfen, sonst irgendwas. Manchmal wird ja ganz gerne noch ein bisschen was mitverbrannt. Pappe, Papier, vielleicht ist es auch noch ein bisschen beschichtet. Manchmal sind die Brennstoffe auch ein bisschen feucht geworden, nicht richtig getrocknet. Was da rauskommt an Mengen, das ist furchterregend. Und wir werden jetzt, und das ist auch wirklich ein Appell an alle, die hier mitgestalten können, wir werden jetzt hier noch sehr viel stärker reinsteigen müssen, denn nachdem jetzt, abgesehen mal von den Bremsen und von auch Reifenabrieb, wir viele Verbrennungsvorgänge bei neueren Fahrzeugen mit Diesel und Benzin oder auch Erdgasmotor durch die Partikel Anzahlfilter auch beim Ottomotor ein bisschen in den Griff bekommen. Immer stärker kommt jetzt die stationäre Verbrennung als Hauptübel raus. Wir haben über Jahre hinweg gegen den anfangs erbitterten Widerstand der Ofenhersteller ein Umweltzeichen beim Umweltbundesamt, einen blauen Engel, entwickelt, sowohl für Holz, also für Abgasabscheider, elektrostatische in der Regel, aber die werden jetzt auch weiterentwickelt und möglicherweise kombiniert mit einer Wirksamkeit von real 90% und mehr, die dann bei diesen Öfen im Neuofen, aber in bestimmten Umständen auch in der Nachrüstung funktionieren. Und das ist eine Möglichkeit, die eben dann neben einem Verbot zur Verfügung steht. Und wir erleben ja gerade, dass Bayern zum Beispiel alte Öfen einfach per Dekret reaktiviert hat, sich nicht um die Luftverschmutzung kümmert und dass wir auch an vielen anderen Orten diesen Winter eine sehr viel stärkere Verbrennung von Holz erleben werden, einfach um Gas oder Strom zu sparen. Also das wird ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ein anderes, da möchte ich jetzt aus den vielen Maßnahmen der Verkehrswende nochmal das Klimaticket rausgreifen und hier den Grünen großes Lob aussprechen. Wir haben ja jetzt das bundesweite, zumindest die politische
Festlegung auf 49 Euro für ein bundesweit geltendes Nahverkehrsticket. Das hilft jetzt blöderweise den richtigen Berufspendlern wenig, weil die jetzt vielleicht als Rentner hat man mehr Gelegenheit im Bundesgebiet, dann damit rumzufahren. Aber wenn ich arbeite, habe ich doch überwiegend das Problem, in meiner Stadt oder halt in einem Großraum zu arbeiten. Deswegen euer Vorschlag 29,49, also 29 fürs Bundesland, 49 fürs Bundesgebiet, da noch eine Ergänzung durchzukämpfen, ist extrem wichtig. Und das wäre einer der ganz zentralen Hebel, um tatsächlich sehr viel in der Verkehrswende auszulösen. Wenn ich zur Finanzierung dann auch noch, die Österreicher haben es vorgemacht, eine Parkraumbewirtschaftung einführe, dass eben die Stadt nicht mehr Anwohnerparken subventioniert, sondern genau die Kosten, das sind so 350 bis 600 Euro, die ein Parkplatz kostet für die Errichtung, fürs Reparieren, fürs Markieren, fürs Reinigen, auch verlangt vom Anwohner. Freiburg hat es gemacht, auch mit großen Autos doppelt so viel wie kleine, 480 in der Spitze. In Berlin sind es 10 Euro pro Jahr, 10 zu 480. Also da ist Luft drin. Und dann kann ich dieses Geld nehmen und damit auch die Infrastruktur verbessern. Also wenn wir ein Flatrate-Ticket haben, was das Nutzen einfach macht, wenn wir zusätzlich in den nächsten Jahren systematisch das Angebot auch in Richtung ländlichen Raum ausbauen, haben wir die Möglichkeit, frei werdende Parkplätze, weil Freiburg hat gezeigt, weniger als die Hälfte der Leute wollten plötzlich eine Anwohnerparkberechtigung haben. Den Raum kann ich umwandeln wiederum in Fahrradwege und ich kriege ganz plötzlich den Umbau der Stadt hin. So einfach ist es nicht, aber vielleicht damit würde ich es belassen. An diesem Beispiel zeigt sich auf, wir haben tatsächlich Möglichkeiten, Klimaschutz zu betreiben. Also das 9-Euro-Ticket hat in 3 Monaten auch 1,5 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Aufs Jahr wären das 6 Millionen Tonnen. Wir haben die saubere Luft und wir kriegen lebenswerte Städte. Und das ist doch schön. Das ist wirklich schön und sehr erstrebenswert. Also wer will nicht in sauberen Städten wohnen und auch in Städten, wo man nicht die ganze Zeit Angst haben wird, dass man selbst oder vielleicht die Kinder oder wer auch immer überfahren wird. Es gab jetzt noch ein paar, es gab sehr viele Fragen noch. Ich glaube, wir können nicht auf alle eingehen. Ich sage schon mal Danke an alle, die Fragen gestellt haben und alle, die zugeschaut haben. Es gab noch so ein paar zum Thema Messstationen. Also eine Frage, die sagt, ich wohne hier irgendwie bei der A5, bei der B3, bei der B36 und irgendwie keine Messstation in der Nähe. Was kann man da tun oder haben die Behörden überhaupt die Möglichkeit, überhaupt diese Luftverschmutzung richtig zu messen? Ich wohne neben, weiß nicht, einem Restaurant und da gibt es einen Holzofen. Also das würde ich mich nochmal interessieren, wie ihr sozusagen da die Lage einschätzt. Ich weiß nicht, wer von euch das machen möchte. Genau, und danach würde ich es für heute abbinden, aber die Geschichte geht jetzt ja, die fängt jetzt ja erst an. Ich würde vielleicht antworten, weil wir das relativ häufig in den Gerichtsverfahren auch erlebt haben. Wie ist denn die Situation an der Stelle, wo nicht gemessen wird? Und da möchte ich eine Lanze brechen für zumindest die guten und seriösen Landesämter für Umwelt, wo ich Bayern ausdrücklich nicht mit reinnehme, weil die undurchsichtig arbeiten. Aber dort, wo wir eben eine Transparenz haben, wird mit sehr guten Modellierungen gearbeitet. Das heißt, da reichen wenige Messstationen aus, um relativ ehrlich abzubilden, wie ist die Belastung. Dennoch, wir haben immer wieder Zweifel, ob dann an irgendeiner Stelle die Werte stimmen können. Und das Angebot deswegen hier auch an das Forum, wenn ihr der Meinung seid oder wenn Sie der Meinung sind, hier gibt es eine ganz hohe Belastung und die wird übersehen in der Stadt. Wir haben noch einen gewissen Umfang an Messröhrchen zur Verfügung, die man dann mit einer gewissen Anleitung aufhängen kann und nach 4 Wochen werden die abgehängt und wir können dann sehr genau helfen, eben zu identifizieren, wie hoch ist die Belastung. Wenn man das dann in Relation zum nächsten praktisch amtlichen Messpunkt nimmt, sieht man so ein bisschen, wie ist der Level? Ist es gleich hoch? Ist es ein bisschen niedriger? Ist es sogar deutlich höher? Und in den letzteren Fällen geben wir dann den Behörden gerne Hinweise und sagen, bitte messt hier nach. Und in vielen Bundesländern gelingt das auch. Jetzt in Bayern auch übrigens, seitdem die Städte zuständig sind,
sind die auch tatsächlich an der Luftreinhaltung interessiert. Und eine meiner jetzt besten Gespräche zum Thema Modellierungen und wir wollen wirklich den Menschen saubere Luft zukommen lassen, waren tatsächlich die Gespräche in München. Aber nicht mit dem Freistaat, mit der Stadt. Sehr schön. Also das ist doch gut, der Aufruf. Es gibt sozusagen das Bürgerinnen messen, man kann das selber machen. Da findet man bei euch auf der Webseite auch Informationen dazu. Ich bedanke mich bei euch beiden ganz, ganz herzlich, dass es so spontan möglich war, auch für diese sehr spannende, informierte Diskussion und für das Beantworten der Fragen. Es haben jetzt sehr spontan wirklich, also ständig über 100 Leute zugeschaut. Ich glaube, das zeigt, dass es auch wirklich ein Interesse daran gibt und ja, sozusagen dieses Ding, listen to the science. Wir sollten wirklich auf die Wissenschaft hören, beim Klima, der sauberen Luft. Das ist klar. Ich finde auch das, was du gesagt hast, total wichtig, weil man kann ja wirklich eine Win-Win-Win-Situation haben. Wenn man jetzt sagt, wir müssen eben die Gebäude sanieren, sodass da keine Holzheizungen mehr drin sind, und dann hat man was fürs Klima getan, dann hat man was für saubere Luft getan und man hat sogar noch was für den Geldbeutel getan, weil man dann nicht mehr so hohe Energiekosten bezahlen muss. Wenn wir sozusagen eine Verkehrswende hinbekommen, dann ist das eben auch für das Klima und für die saubere Luft gut und für die Lebensqualität in der Stadt und natürlich auch auf dem Land. Aber ja, wer will nicht in einer Stadt leben, in der es eben sozusagen möglich ist, die auch mit dem Fuß oder zu Fuß oder mit dem Rad zu benutzen und nicht ständig in Lebensgefahr sich zu wähnen, wie ich das manchmal tue, wenn ich dann auf dem Weg zum Kita bin von meiner Tochter. Ich glaube, da muss sich echt noch einiges ändern, aber we are on it. Ich danke euch und ich danke Ihnen fürs Zuschauen, dass Sie so spontan Zeit gehabt haben und wir bleiben dran und informieren weiter. Schönen Abend. Guten Abend. Dankeschön, schönen Abend.